Jo, hallo Leute, hier ist aber da euer Table Tennis Gamer und ich komme schon wieder gar nicht mehr klar. Ich habe ein bisschen gecheatet. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, wir machen nicht so viel mit Cheaten, aber ja, ich habe jetzt einfach nochmal Bock gehabt, was zu machen. Und zwar, pass auf, wir sind eine Mutter mit Messer in Unterhose, mit falschem Auge, einem Tattoo auf der Stirn, im Papstgewand, denn wir sind gebläst und haben einen Hairball dabei. Mit anderen Worten sieht das dann so aus, obwohl das voll geil aussieht. Weil guckt mal, das sieht so aus, als wenn das hier Augen wären und das da irgendwie so, keine Ahnung, komische Mundwinkel oder so. Das heißt zweimal Messeraugen und so. Ja, ich habe also ein bisschen was gecheatet und er hat schon keine Ahnung. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen und beginnen erstmal mit dem Itemraum. Wir haben Ghost Baby, nehmen wir nicht mit, rerollen wir natürlich. Oh Leute, das wird jetzt so lustig. Ich habe mir auch mal, um ehrlich zu sein, den Kompass gecheatet. Ihr seht's ja, denn es soll ja jetzt ein Speedrun sein. Ich meine, es ist klar, ich habe gecheatet, wir sind übelst OP. Ah nein, es stimmt, ich wollte mir eigentlich noch cheaten, dass ich fliegen kann. Habe ich vergessen. Egal, Leute, egal. Wir schaffen das auch so. Okay, und ich habe mit den Leuten im TS gewettet. Was heißt gewettet? Ich habe gesagt, dass ich nicht lange brauche für diesen Run. Ich bin gespannt, wie lange ich doch brauchen werde für diesen Run. Und Leute, es ist einfach nur, es macht so Spaß, ne? Es ist so lustig, wenn man bei Isaac so in einer ganz neuen Dimension spielen kann, so. Wisst ihr? So ein bisschen mit Cheaten. Und ich glaube, wir werden auch noch ein paar Challenges machen. Schreibt mir mal Cheat-Challenges unten in die Kommentare, Leute. Guck mal hier, der Pride. Weg! Ist einfach weg. Habt ihr das gesehen? Gar nichts gemacht. Der ist einfach weggegangen. Scheiße, Mann. Ich fand das so heftig lustig. Gestern im Stream fand ich das schon so lustig. Aber jetzt finde ich das noch viel lustiger irgendwie. Frag mich nicht, warum ich das lustig finde, aber das macht einfach voll Spaß. Ich habe jetzt schon, ich habe ja so lange schon Isaac gespielt, ihr wisst das ja auch, ne? Wie lange wir schon Isaac jetzt spielen zusammen und wie viele Sachen wir schon machen. Und wenn man dann einfach mal all seine Sadomaso-Träume in Isaac ausleben kann hier, ne? Wenn man einfach mal alles haben kann, was man schon immer mal haben wollte als Kombi. Das ist einfach so unfassbar. Ein unfassbar gutes Gefühl, Leute. Ich kann das auch gar nicht beschreiben. So, wir gehen mal eben hier hin. Und wir brauchen ja auch wirklich nicht lange. Das ist ja das Absurde an der Sache. Ey, guckt doch mal, Tears Down, das interessiert mich. wisst ihr, wie viel Tears ich einfach habe? Das ist schon richtig abnormal, wie viel Tears ich habe. Ich habe eh alles so viel. So, pass auf, Leute. Wir machen jetzt hier mit unserem Papst, Non-Menschen, werden wir alles durchgehen. So, guckt euch das an. Da kenne ich nichts. Einmal durch. Nehmen wir natürlich mit. Ich meine, wäre mal auch doof, wenn nicht. Einmal rein. Und aua. Egal. wenn ihr das auch mal machen wollt, Leute. Die Cheat Engine, das findet ihr ganz schnell im Internet. Ich weiß nicht, ob ich die Links da jetzt so zugeben darf. Ist auf jeden Fall, ne? Einfach mal Cheat Engine eingeben. Und dann habe ich noch da irgendwie so ein spezielles Blatt. Das hat der Umbro mir gegeben. Könnt ihr mal den Umbro fragen? Und dann kann man dann eben das einstellen in Isaac, welche Items man haben möchte. So, ich glaube, wir müssen uns mal ein bisschen beeilen. Ich glaube, wir sind da, oh, puh, ein bisschen zu langsam gerade in dem Game, oder? Meint ihr nicht? Meint ihr nicht auch? Ja, den Ankh nehmen wir nicht mit, den nehmen wir auch nicht mit, oder meint er nicht? Wir sind doch ein bisschen zu langsam in dem Game, oder? Ein bisschen schon, ne? Ich meine, wenn ich überlege, dass ich in 3 Minuten sonst immer gerade mal erst vielleicht, pff, ja, komm, nehmen wir mal mit. Ich habe eigentlich, genau, Moms Contact habe ich auch reingemacht. Da bin ich nämlich so richtig geil. Einfach mal Dingens habe. Ein rotes Messer. Habe ich leider nicht. Ich weiß nicht mehr, wodurch das Messer rot geworden ist. Ich weiß, dass ich mal ein rotes Messer hatte. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Das wollte ich nämlich eigentlich haben, weil das sah richtig stylisch aus. Also pass auf. Und? Ach, Deadski, komm, brauchen wir nicht. Wer ist der Endboss? Komm, Gördi, bitte. Bitte, Gördi, den wollte ich immer schon mal geben. Und nein, und dann kommt er. Oh, braucht man sogar ein bisschen länger für den Endgegner. Was ist denn da los? So, machen wir mal kurz. Nehmen wir mal mit. Oh, natürlich Rüstungsherz. Und zack, 4 Minuten und wir sind in der 3. Etage, meine Damen und Herren. Wenn das mal nicht schnell ist, wenn ich das mal nicht schnell nennen darf, mal, dann weiß ich aber auch nicht mehr. So, wir gehen weiter dann natürlich direkt. So, einmal so und einmal natürlich so und einmal rein. Und zack, rerollen wir das. Karte braucht man nicht. Und Schlüssel braucht man auch nicht. Ja, würde ich sagen, geh mal in den Shop. Der Shop ist noch da. Sorry, Leute. Aber ich komme gar nicht mehr darauf klar. Ich komme einfach gar nicht mehr klar mit diesen Möglichkeiten, die man. Ja, sauber, Hangman.
Guck mal, und jetzt sind wir so ein grüner Mensch. Wir sind also jetzt grün. Allgemein würde man sagen, wir sind ein Grünschnabel. Aber so grün um eine Nase sind wir dann doch nicht, finde ich. So, guck mal, rein da. Guck mal, sauber. Können wir noch mehr Trinkets aufnehmen? Hä, ich habe gedacht, wir hätten schon ein Trinket. Wir haben noch kein Trinket. WTF? Was ist das denn? Und wir können nochmal rerollen gehen, Leute. Perfekt, perfekt, perfekt. Weil wir das ja auch brauchen, ne? Eigentlich ist das voll irrsinnig, was ich hier gerade mache. Ja, wenn ich schon das gecheatet habe, könnte ich auch einfach den Run einfach durchrennen. Nur die Endgegner machen. Aber keine Ahnung, irgendwie nehme ich die anderen Sachen jetzt auch noch gerade mit. Oh. Oh, guck mal. Da konnten wir jetzt so schnell sein. Moment mal, das lohnt sich eigentlich gar nicht, das Messer zu werfen. Da kann ich auch direkt so durchrennen. Oh, oder doch nicht? So, zack. Okay, Leute. Wer ist der Endboss? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Wer glaubt ihr, wer wird der Endboss sein? Helf ab, natürlich kriegen wir auch noch. Und ich sag One-Hit. Ich sag One-Hit. Ich sag One-Hit. Oh! Wirklich One-Hit? Leute, einfach mal einen The Fallen One-Hit. Hittet mal einen The Fallen One-Hit. The Fallen, Leute. Überlegt euch das mal. Wie viel Damage muss man denn machen für One-Hit The Fallen? Da muss man... Ich will gar nicht wissen, wie viel Damage wir jetzt insgesamt haben, weil ich da eingestellt habe. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe, glaube ich, auf jeden Fall mal wieder gar nicht übertrieben oder so. So, ich will nämlich auf jeden Fall... Ja, sauber, den Greed. Alter, den Greed. Dem werden wir jetzt richtig geben, den Greed. Tschüss. Sorry. Sorry, Leute. Oh, ihr kommt, ich komme euch bestimmt voll... Ja, ich will die Nonne haben. Die Nonne. Ich will eine päpstliche Nonne sein. Sauber. Zack. Habit. So, alles klar. Jetzt ist es... Guckt euch das an, Leute. Wir sind eine Nonne mit komischem Auge, mit Brille. Wir sind vom Papst gesandt worden und haben ein Messer, um den Isaac zu richten. Denn der Isaac war böse in seinem Leben. Und deswegen müssen wir... Ach, guck mal. Meine lieben Freunde, na, ihr bereitet mir jetzt gar keine Probleme mehr, das sage ich euch aber. Und dir? Glaubt doch mal auch nicht, oder? Boah, wisst ihr, was wir machen können? Wir können mal mit dem Messer, wenn es gewünscht ist, schreibt es mir in die Kommentare, ob es gewünscht ist, eine No-Damage-Run versuchen. Ich mache mir einfach nochmal hier so eine Messer-Kombi und dann machen wir einen No-Damage-Run. Ich versuche einen kompletten Run No-Damage zu machen. Wirklich komplett No-Damage. Oh Gott, aber dann auch ohne Kompass natürlich, ne? Boah, Leute, wie extrem wäre das denn? Ein kompletten No-Damage-Run. Okay, lass mal reingehen und wen haben wir... Oh, was, schon kaputt? Hör mal, das ging ja... Hör mal, das ging ja schnell, ne? Was ist denn da los bei dir? Was haben wir hier? Ach Gott, die Katze. Nee, ich habe keinen Bock auf Guppi. Guppi haben wir so oft jetzt gehabt. Da braucht man jetzt nicht auch noch ein Guppi. Okay, was haben wir hier? Geheimraum, indeed. Nehmen wir mit. Nee, nehmen wir nicht mit. Ist luschig, luschig, buschig. Bam. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Ich brauche gar nichts machen. Guck mal, ich kann einfach durchrennen. So, haben wir hier und... Nach Bomben immer. Was will ich mit Bomben? Zack, einmal durch, einmal rein, einmal rerollen, einmal nicht mitnehmen. Okay, ich glaube, wir haben jetzt auch genug Items, Leute. Ich will euch auch gar nicht weiter langweilen mit diesem Run. Deswegen werden wir jetzt zur absoluten Turbo-Maßnahme greifen. Wir werden den Turbo-Run einläuten. Okay, okay, Leute. Turbo-Run. So, Moment. Das nehme ich aber noch mit. Wir machen erst... Okay, okay, okay. Ich verspreche euch, nach der Etage gibt es den absoluten Turbo-Run. Wait. Schon down. Was denn da los? Was denn da los? Und zwar, guckt auf die Uhr. Bei mir, warte, wir fangen gleich um 9 an. Wenn ich 9 Minuten aufgenommen habe hier, dann fangen wir an, ja? Und dann versuchen wir den Turbo-Run, Leute. Jetzt kann ich zwar nicht sehen, wo der Endboss ist, aber ich versuche in 5 Minuten Blue Baby zu schlagen. Und auf geht's, in 5 Minuten Blue Baby, in 5 Minuten Blue Baby, komm, 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 mach schneller, mach schneller, mach schneller, 5 Minuten Blue Baby, ist drin, oder, ist drin, in 5 Minuten, boah, da muss ich mich aber sauber beeilen jetzt, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, meinst du es ernst, oder was, meinst du es ernst, nein, meinst du es ernst, komm, 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 wow, 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 shit, Leute, oh, oh, wo ist der Endgegner, das gibt's doch nicht, shit, kein Endgegner gefunden, was, Unverschämtheit. Wo soll der sein? Ich brauche den Endgegner jetzt. Gib ihn mir doch einfach. Ey, ich verlange nichts. Ihr seid Schweine. Ihr verlangt schon so viel von mir und ich verlange noch nicht mal was. Weißt du? Und ich, dann kriege ich noch nicht mal den Endgegner hier oder was. Jetzt gib ihn mir doch her. Ich habe 5 Minuten gesagt. Ist euch bewusst, was 5 Minuten sind, Freunde, hier in dem Spiel oder was? Ey, da kann ich denn nicht so lange rumhampeln.
bekloppt hier? 5 Minuten, das ist... Ey, ich finde ihn echt nicht. WTF? Ey, wo soll er denn sein? Bekloppt? Nein! Ey, wo soll der sein, Leute? Ich finde ihn... Nein! Ich habe schon 1 Minute vertrödelt. Boah, hier muss der sein. Hier ist er nicht. Ja, wo soll er denn dann sein? Hä, wo soll er denn sein? Bin ich schon vorbeigelaufen oder was? Wo soll der Endboss sein? Verdammt! Wo soll der sein? Hier oben. Ja, natürlich. Boah, natürlich gehe ich wieder durch alle Räume, bevor ich den finde. Das ist doch unfassbar. Nein! Wie kann man nur... Ja, komm, mach mal weg jetzt. Das glaube ich doch jetzt echt nicht, oder? Ey, das ist doch eine Unverschämtheit. Geh weg! Los! Da ist er, so. Okay, 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 schnell, schnell. One hit, one hit, one hit. So, na, kein One hit, egal. So, zack, zack, nimm mal mit Doggy Style, komm. Dinner. So geil. Und jetzt, ah, jetzt sehen wir endlich mal. Boah, weh, ich gehe jetzt falsch. Weh, 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 weh. Boah, jetzt kriege ich den hier wieder nicht. Ja, das hat einen Nachteil, wenn man so schnell ist. Wisst ihr das eigentlich? Wenn man schnell ist, hat das echt einen Nachteil. So, komm her. Ja, komm, ist nicht weiter schlimm. Mach kaputt, mach kaputt, mach kaputt, mach kaputt. Komm, jetzt ist mir egal. Komm, geh rein. Okay, so, zack. Ja, okay. Und einmal gefühlt. Okay, Leute, okay, Leute. Oh, wir müssen uns beeilen, wir müssen uns so beeilen. Wir müssen uns unfassbar beeilen, das glaubt ihr gar nicht. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt um 9. Ich habe gesagt 5 Minuten, ne? 5 Minuten habe ich gesagt und das war um 9 nach. Jetzt haben wir 11 nach, das heißt, ich habe noch knapp 2 Minuten... Ja, knapp 2 Minuten. Shit. Okay, okay. Und Blue Baby haben wir gesagt. Ja, doch, das schaffe ich. Doch, das schaffe ich. Doch, das schaffe ich. Doch, das schaffe ich. Passt auf. Zack. Was? Der lebt noch? Ja, tschüss. So, einmal Polaroid bitte rein. Vielen Dank. Okay, okay. Was haben wir hier? Ja, Sacrificial Dagger. Jetzt ist die Mom OP komplett. Und PHD nehmen wir auch noch mit. Alles klar. Endboss, ich komme. Isaac, ich komme. So, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt noch? So, Moment mal. Ich habe noch von 9 bis 14. Bis 14 nach habe ich Zeit. Fu. Boah, nein. Die vielen kleinen Gegner, die treffe ich doch nicht. Geh weg. Sauber. Okay. Oh, Lust und Lust. Ja, sauber. Damit hätten wir es geschafft. Damit hätten wir es geschafft. Damit hätten wir es geschafft. Dam, da-dam, da-dam. Geschafft, Leute. Geschafft, geschafft. Ach, nee, das ist einfach so herrlich, ne? Das macht so viel Spaß, wenn man da einfach durchrennen kann, wie schnell wir jetzt waren. Ey, überlegt euch das mal, 12 Minuten für den ganzen Run und ich habe noch getrödelt, ich hätte noch schneller machen können, ne? Ich hätte irgendwie den Run innerhalb von... Boah, keine Ahnung, was glaubt ihr, was wäre möglich mit Kompass? Mit Kompass, ohne Karte jetzt, nur mit Kompass, was wäre möglich? Wie lange würde man brauchen? Mit den Sachen, die ich gehabt habe. Boah, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es richtig Bock gemacht, Leute. Und ja, ich habe mich zwar erst dagegen gesträubt, aber jetzt ist es offiziell. Schreibt mir Ideen für Challenges in die Kommentare. Und wir werden dann die ein oder andere Cheat-Challenge auch mal machen. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es gefallen, unser kleiner Mom-Run hier. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal ein Däumchen nach oben geben. Wenn nicht, nach unten oder einfach einen Kommentar schreiben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Table-Tennis-Gamer. Tschüss!